Ist der Abo-Button gedrückt, machst du das Gnu verrückt. Ich weiß, der war schlecht, aber drück den Button. Danke. Hallöchen, meine lieben Popöchen, und willkommen zu einem neuen Video. Und heute werden wir Spiele spielen, in denen wir die Kontrolle über unser Leben komplett abgeben. Und zwar an irgendeine Person. Und es wird sehr, sehr seltsam werden. Wir haben heute wieder die tolle Croissant-Füllung von wir geben unser komplettes Leben ab und dummen Life-Coaches. Die Croissants gibt es übrigens im Gnu-Shop. Was es übrigens noch gibt, sind meine zwei YouTube-Kanäle. Neben diesem Kanal Verspieltes Gnu, da könnt ihr gerne vorbeischauen. Da spielen wir alles an Games, was ihr euch sonst so wünscht, was zu lang ist für diesen Kanal. Und noch einen privaten Kanal, auf dem ich letztens mit Rezo über ernste Themen gesprochen habe, eine Roomtour gemacht habe und sonstige viele interessante Themen dabei sind. Schaut da gerne mal vorbei und lasst ein Abo da. Falls ihr nicht abonniert, werde ich euch genauso anschauen und verfolgen. Aber bevor wir reingehen, noch was extrem Süßes von Lisbeth Kluge. Und zwar kam dieser Kommentar zum letzten Video. Da habe ich eine Hexe gespielt, die Zaubertränke mixt. Und da hat sie was ganz Süßes geschrieben. Also ich bräuchte einen Zaubertrank für mich, dass ich dich nie vergesse und von dir für immer weiter Videos schaue. No, alle mal no in die Kommentare. Das war echt süß. Okay, wir fangen an. Wir gehen rein ins erste Game und geben unsere Kontrolle komplett in eine Streaming-Show ab und mehr werdet ihr gleich erfahren. Hella Torch, 278 Millionen Follower und sie möchte quasi, dass wir einem Stream folgen, der mehr als abartig ist. Ja, let's go. Danke für dein Follow. Oh mein Gott, du hast mich genoticed. Leute, was ich euch auch mal ganz ehrlich sagen muss, wenn ihr einem Streamer oder YouTuber schreibt, Regel Nummer 1, schreibt nicht, kann ich dir eine Frage stellen, stellt direkt die Frage. Zweitens, nur weil euch ein Streamer und YouTuber nicht zurückantwortet, heißt es nicht, dass er euch ignoriert oder abgehoben ist. Es sind einfach zu viele Nachrichten, das ist ganz wichtig. Man kommt nicht hinterher und ich hatte öfter das Problem, dass ich jeden Tag 100 bis 200 Nachrichten beantwortet hatte und dann wegen Spam von Instagram geblockt worden bin. Das heißt, man hat gar nicht die Möglichkeit, allen zu antworten, nur dass ihr Bescheid wisst. So, okay. Und du bist übrigens auch eingeladen, in meiner Überlebens-Challenge mitzumachen für 456.000 Dollar. Mit dir? Ja, natürlich. Okay, bist du bereit für ein neues Leben? Oh mein Gott, ja. Okay, ich fahre jetzt irgendwo in den Bus. Okay, 20 Rivalen habe ich. Great, you broke this game. Ja, yeah. Oh mein Gott, das ist ein Livestream. 100, 200, 218.000 Viewer. Boah, und sie feiert sich halt übel, ne? Ach du Scheiße. Okay, ist es. Okay, ich verstehe. Oh mein Gott, die sind... Die sind alle tot. Die werden echt getötet. Ich pause sogar noch. Und sie filmt, wie alle erschossen werden. Ich sag dir eins, ey. Die wäre sofort gebannt worden. Oh mein Gott, donated. Die donaten auch alle. Holy shit, das ist ein Livestream. Wie pervers. Das ist doch voll die geile Idee, ne? Ich glaube, es wird im Livestream schwierig sein. Geil, Mann. Nächste Runde, ey. Oh, es sind aber viel mehr gestorben, oder? Okay, ich habe Angst. Okay, ich nehme den. Bitte lass keine Kacke drin sein. Ah, okay, gut. Okay. Ganz gut. Ah, nicht so schnell. Oh Gott. Ah. Oh Gott, ey. Ich würde es trotzdem echt mal gern machen. Ah, ich hab's geschafft. Yes. Oh Gott, die anderen sind erschossen worden. Lass es gesehen. Okay, neun Streamer leben noch. Okay, stream starting soon. Guess what it is. Okay, ich muss jetzt entscheiden, was auf dem Bildschirm ist. Okay. Es ist auf jeden Fall kein Bikini, Mann. Wer denkt denn, dass das ein Bikini ist? Ja, wir haben alle recht. Geil. Kein Cone. Oh Gott, ich hab jetzt, oh mein Gott. Oh mein Gott! Peach oder Butt? Das ist auf jeden Fall ein Peach. Das könnte auch ein Arsch sein, bitte. Yes, oh Gott. Das ist ganz schön brutal, ey. Holy shit, die werden ja wirklich getötet. Okay, ich glaube, ich gewinne. Congratulations. Ich hab Angst. Iron Man, Hulk, Spider-Man. Was muss ich jetzt machen? Hä? Was muss ich denn jetzt mit Hulk? Oh. Oh no, oh no, oh no. Sterbe ich jetzt? Ach so. Spider-Man haben wir auf jeden Fall dabei. Yes, ach so, ich muss eine Pose entdecken. Auf jeden Fall Hulk, oder? Das war doch Hulk. Yes! Gott, darf ich jetzt bitte trotzdem leben? Ich hab's geschafft, oh mein Gott. Wie easy die das einfach darstellen, dass so eine blöde Show mein Leben kontrolliert. Vor allem das Geld kontrolliert einfach mein Leben. Mir ist egal, ob ich draufgehen könnte. Okay, was müssen wir denn jetzt machen? Tap to start. Flick. Ach so, ich muss... Oh yeah. Oh yeah. Oh, okay. Und sie stirbt dann. Oh, das war dumm. Oh, ich muss ein bisschen vorsichtig. Oh yeah. Oh, girl. Oh mein Gott. Was ist das? Tap the table. Ah, okay. Oh yeah. Great. Ah, okay. Ich verstehe.
Okay, die dumme Sau. Let's go. Ich slap da so richtig drauf. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Verdammt. Okay, ich batsch dahin. Oh shit. Oh no. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich gewinne trotzdem, ne? Oh no. Oh mein Gott, nein. Nein. Ich glaube, ich gewinne trotzdem, oder? Jetzt aber. Oh Gott. Scheiße. Oh nein, ich bin tot. Oh Gott, ich kriege einen Stromschlag. You eliminated. Ups. Wow. Retry, Mann. Hopp. So, jetzt aber. Let's go. Wow, great. Oh, scheiße, der ist aber auch gut, ne? So. Oh, shit. Das kann er nicht mehr aufholen. Oh, mein Gott. I'm sorry. You're dead. Tschüss, Kollege. Wie ich ihn einfach anschaue. Ich bin nicht mehr entsetzt, dass er gerade stirbt. Ah, okay, cool. Ich kann mir jetzt ein eigenes Flugzeug leisten. Super. Okay, ach, das schaffe ich ja easy. Das habe ich ja schon mal geschafft. Das Schwein hat mich bewegt. Oh, ich lebe noch. Oh yeah, look mal, wie ich pose, ne? Yes, ich habe es geschafft. Okay, das schaffe ich auch nochmal. Bottle Flip, heute shaken wir Ayran. So, heute klatschen wir Ayran. Flick. Flick. Oh, verdammt. Okay, flick. Yes, flick. Yes. Okay, goodbye. Let's go. Guess what it is. Letztes Game. Ich gucke mal, wo die anderen einfach hingehen. Da weiß ich das. Milkau. Oh, ich glaube, das ist ein Dalmatiner, ne? Okay. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Oh Gott, es ist so grausig. Scheiße, nein. So, meine ganzen Streamer-Kollegen. Wer wird gewinnen? Ist auf jeden Fall der Dalmatiner. Gebt denen jetzt einfach Namen. Reefed und Ani. Nein, Reefed und Ani. Nein, nein. Marbles oder Gamepad? Ich gehe dahin. Weil sie wird bestimmt sterben. Wir werden nicht beide gewinnen. Nein! Nein! Oh mein Gott. Marbles. Oder? Das war Gamepad. Das ist wieder fast falsch gemacht. Okay! Yes! Wir haben gewonnen! Woohoo! Oh, doch. Wir müssen doch noch das Final Battle machen. Oh, tatsächlich. Oh Gott, ich hasse dieses Spiel so sehr. Egal, ich schaff das. Look at this, girl! Du bist schlecht. Look at this! Yes, Mann! Oh. Oh, 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 oh. Das war jetzt aber auch nicht schlecht, ne? Kannst es nicht mehr gewinnen. Egal, was du tust, ich habe gewonnen. Yes! Bin die geldgeilste Streamerin der Welt! Was gibt's jetzt? Oh yeah, Leute. Look at this. Yes! Woohoo! Oh, das geht ja noch voll weit. Oh, jetzt hat mich Santa Arena. 99 Millionen, neue Show, oder wie? Ja, und es geht um ein Boot. Geil, Mann. Na los, beeil dich. Ich bin da. Ey, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Let's go. Es kommt wieder so eine Streamerin, die einfach alles nachmacht. Komplett. Oh, die bewegen sich jetzt sogar, ne? Oh. Oh, that's bad. That's bad. Wie die Arschlöcher sich freuen, ne? Die Regen. Oh. Yes, ihr Säcke. Bam, baby. Goodbye. Bam. So, was kommt jetzt? Oh, neues Game. Ach so. Oh, okay. I understand. Oh, das war aber erbärmlich. Oh, yeah. Oh, scheiße. Scheiße. Ich hab verloren. Nein! Oh, mein Gott. Game over. Oh, nein. Nochmal. What? Oh, scheiße. Aber ist nicht schlecht, weil dann haut er meinen Puck rein. Yes, Mann. Das war ganz schön gut. Upp. Yes. Du bist dumm. Yes, wie schlecht er auf einmal ist. Das war wohl nichts, mein Freund. Goodbye. Yes, ich habe gewonnen. Ich würde sagen, das Boot ist mein. Von einer Streamerin, die unser Leben kontrolliert hat, gehen wir jetzt über zur nächsten Person, die unser Leben mehr kontrollieren wird, als es uns lieb ist. Und zwar Life Coach. Wir kennen es ja alle. Es gibt Motivationscoach, die echt gut sind, aber es gibt auch welche, die echt viel Bullshit labern. Mal gucken, was der hier labert. Hallo, ein energievolles Hallo. Heute ist unser Tag. Yay! Worte der Weisheit. Wo Schatten ist, ist auch immer Licht. Das ist der Kreis des Lebens. Oh ja, Standing Ovation. Oh mein Gott, du kannst dich jeden Scheiß labern einfach, ey. Super, toll. Ganz tolle Rede. Darf ich jetzt bitte jemanden manipulieren? Meine Freundin ist böse mit mir und ich kann nicht sagen, warum.
Kauf hier Rosen, sei stark. Boah, schwierig. Wenn er nicht weiß, warum, dann gibt's ja auch keinen Grund. Sei stark. Ignoriere sie. Ich hasse es, wenn jemand beleidigt ist und nicht den Grund sagt und man weiß es nicht. Ich schaffe es nie pünktlich. Bitte hilf mir. Die Word? VIP, always late. Okay, er soll quasi so tun, als wäre es was Besonderes. 1 Million oder das für 10k? Ich kann mir das für 10k leisten, Mann. Das Auto sieht eh besser aus. Oh mein Gott, wo kommen die denn jetzt her? Sarah oder Ashley, go alone. Oh mein Gott. Bin ich so ein scheiß Love Coach? Also wie gesagt, generell nichts gegen so Love Coaches, aber es gibt einfach so viele, die klären immer nur auf, wie es laufen kann. Also sie sagen nicht, hey, es gibt auch Frauen, die mögen schüchterne Männer. Nein, jede Frau steht auf Machos und dies und das und du musst die jagen und bla bla bla. Ich zum Beispiel mag einfach schüchterne Männer und ich mag es einfach nicht, wenn Männer aufdringlich sind. Das ist einfach so. Ich bin so. Und da braucht mir auch keiner einreden, na, die labert nur. Und das finde ich sehr, sehr schwierig bei manchen Love Coaches. Es gibt nie verschiedene Typen, die erklärt werden. Es ist immer nur so, so läuft's und nur so kriegst du sie. Nee, mein Partner ist der schüchternste Mensch überhaupt und genau das fand ich toll. Okay, ich nehme Ashley. So, okay, Ashley. Wir mussten dafür nicht mehr Werbung schauen. Geil. Let's go. Wieder Erfolgsgeschichte labern und versprühe die ganze Energie, die du hast. Yeah. Ich praise ich mich jetzt mal selber. Ich bin einfach nur toll. Also, irgendeines Tages habe ich realisiert, dass ich nicht nur ein Gesicht habe, was für den TV gemacht ist, sondern auch eine Radiostimme. Oh mein Gott, wie arrogant. Den gefällt es auch noch. Words of Wild. Ich mach mal Diversion. Wenn es heiß ist, dann nimm dir Ice Cream. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Jokes. Welche Art von Übung machen faule Leute? Diddly Squats. Oh mein Gott, bitte mach, dass es endet. Yes, I support that. Not. So, was willst du? Wie kann ich mein Aussehen erweitern? Sei einzigartig, Mann. Lass dir ein Mustache machen. Ja, genau. Ich will dich Schnurrbart wachsen lassen. Mein Hund hasst mich. Er bellt mich immer an. Kauf dir einen neuen Hund. Hol dir eine Katze oder so. Ach du Scheiße, ey. Ja, ich sitze hier einfach, mach meine Kohle und wie so ein Messias. Naja, Leute, ich würde sagen, für heute genug Unterschriften und Weisheiten gelabert. Ihr habt euer Leben selbst in der Hand. Ich weiß, es gibt gute Coaches, aber passt auf, wen ihr da glaubt und wen ihr vertraut. Und wir haben eines gelernt, Geld ist nicht alles im Leben. Dankeschön und jetzt denkt dran, wenn ihr kein Abo und Like da lasst, werde ich euch verfolgen und euch so anschauen. Und jetzt raus!